oad.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüezi und hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Und weiter geht es mit den Launchern für Android. Wie immer getestet auf dem Pixel 3a. Heute geht es um den Launcher, zwei Launcher. Ja. Größe aktuelle Versionsnummer variieren je nach Gerät erforderliche Android-Versionsnummer 5.0 oder höher und bei 20.689 Gesamtbewertungen haben wir eine Durchschnittssternbewertung von 4,4 von 5 Sternen. Launcher 2 introduces powerful new features. Es ist im Prinzip ein aufgebohrter Pixel-Launcher, könnte man sagen. Adaptive Icons werden unterstützt. Ihr könnt für den Desktop und den Dock und den App-Drawer könnt ihr ganz viele Sachen einstellen. Im App-Drawer könnt ihr Ordner und Tabs mit Kategorien haben. Ihr habt einen automatischen Dark Mode, Notification Dots, Google Feed kann eingestellt werden, ne? Also die Google Karten, wenn ihr von links nach rechts wischt und so weiter und so fort. Und natürlich das At-a-Glance-Widget wird auch unterstützt, auch mit Wetter und allem drum und dran. Ist schön, ja, ist durchaus schön und man kann, wie gesagt, sehr viel einstellen, aber irgendwie habe ich dazu keine Lust mehr tatsächlich. Ich bin sehr happy eigentlich, na was heißt eigentlich? Ich bin definitiv sehr happy darüber, einfach einen guten Launcher zu haben, in diesem Fall auf dem Dings den Pixel Launcher und den nutze ich halt und alternative Launcher. War mal nett, sie sich anzugucken, aber so dauerhaft und das dann wieder einstellen, so wie man das haben will. Wenn man jetzt einfach die das App-Layout, wie man das jetzt schon eingerichtet hat, einfach übernehmen könnte, würde ich sagen, okay, mache ich, warum denn nicht? So nochmal einrichten, habe ich persönlich echt keinen Bock drauf. Aber schöner Launcher, auf jeden Fall. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.